Wunderschönen guten Abend, Karlsruhe. Wir finden uns heute Abend vor dem Bundesverfassungsgericht ein, aus mehreren Gründen. Da ist der erste Grund der am 19. Mai veröffentlichte Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. In diesem Beschluss hat das Bundesverfassungsgericht mal wieder gezeigt, wie es seine Rolle sieht. Es schützt nicht unsere Verfassung vor einer übergriffigen autoritären Regierung und einem willfährigen Parlament. Nein, es schützt die Regierung vor unserer Verfassung. In dem Antrag von über 20 Menschen gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht von Ärzten, von Praxisbetreibern, von betroffenen Angestellten wurde es sehr gut aufgearbeitet, inwiefern welche Rechte verletzt sind, welche Grundrechte verletzt sind. Das Bundesverfassungsgericht aber wischt all diese Gründe beiseite und argumentiert in absurdester Weise mit Daten und Erkenntnissen ausschließlich von regierungsabhängigen Behörden. Es wurde keine Beweisaufnahme durchgeführt, in der sachlich festgestellt wurde, ob denn gerade eine Bedrohung durch die Omikron-Variante oder durch eine künftige Variante stattfindet. Nein, wenn man sich den Beschluss durchliest, dann hört man so Sachen wie, es gibt keine Evidenz dafür, dass die Omikron-Variante jetzt irgendwie den Gesundheitsstatus gefährden könnte, aber es gibt eben auch keine Evidenz dagegen. Und nach diesen Laien, nach diesen Luschen, die hier unter Habert im Bundesverfassungsgericht sitzen, ist das die Maßgabe, nach diesen moralisch und handwerklich inkompetenten Juristen reichen abstrakte, hypothetische Bedrohungen aus, um Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit, der Selbstbestimmung, der Religionsfreiheit, all das hinwegzuwischen. Wegen der Gefahr, die natürlich real und existent ist, für gewisse schutzbedürftige Gruppen, aber für die die Vakzine sich offensichtlich als sehr wirkungsfrei erweisen, wenn man jetzt mittlerweile schon allen Menschen eine vierte Spritze anbieten muss. Und trotzdem muss an dem religiösen, fanatischen Konzept, die Impfung sei unser Heil, festgehalten werden. Das sind keine Juristen hier, das sind ideologisch verbrämte Laiendarsteller einer Juristerei, aber nicht das Bundesverfassungsgericht. In der groben Abwägung müssen Gesetze immer das Verhältnismäßigkeitsprinzip wahren. Dabei muss ein Gesetz geeignet sein, also erstmal muss ein Gesetz einen legitimen Zweck verfolgen. Dieser legitime Zweck, da kann ich beim Bundesverfassungsgericht noch mitgehen, der Zweck ist, Menschenleben zu schützen. Okay, soweit. Aber ein Gesetz muss auch geeignet sein. Denn der Gesetzgeber und das Bundesverfassungsgericht behauptet nun, das Gesetz sei geeignet, da der Gesetzgeber bei seinem Beschluss davon ausgehen konnte, dass dieser Beschluss dazu beitrüge, dass das Virus seltener übertragen würde und es auch jetzt nicht überschüttet würde. Das ist fast wörtlich die Begründung, warum dieses Gesetz geeignet ist. Man muss sich schon fragen, welche Studien da zu Rate gezogen wurden. Unabhängige Studien waren es jedenfalls nicht.
Es gibt keine einzige Studie, die bezüglich Omikron irgendeine signifikante Verringerung von Sterblichkeit oder Ansteckungsrate belegen würden. Aber es wird abstruser. Das Bundesverfassungsgericht behauptet, dass dieses Gesetz erforderlich sei, weil die Lage so komplex sei, dass der Gesetzgeber davon ausgehen müsse, dass es kein anderes Mittel geben könne. Das Bundesverfassungsgericht gibt also zu, der Gesetzgeber hat keine Ahnung von der Materie, agiert blind. Das Bundesverfassungsgericht hat keine Ahnung von der Materie, agiert blind. Und deswegen ist das Gesetz erforderlich. Pfui! In ihrem Antrag weisen die mehr als 20 Menschen richtigerweise darauf hin, dass, wenn man mal davon ausgeht, dass Corona so schlimm ist, dass eine Maßnahme gerechtfertigt wäre, dass man die Risikogruppen schützen müsste, warum reicht es dann nicht aus, dass die Mitarbeiter eine T-Zell-Immunität nachweisen können? Es ist bewiesen, dass T-Zell-Immunität Monate bis Jahre lang vorhanden ist und besser als jede impfkünstlich erzeugte Immunität schützt bei bereits Genesenen. Aber hier sieht man, dass nicht nur inkompetent ist, sondern auch Tyrannei unterstützt. Es gibt keinen Grund, warum man bei Corona anders vorgehen muss als bei Masern, wo auch eben ein Nachweis von Immunität reicht. Es gibt in Deutschland bisher keine Impfpflicht. Und egal wie oft die Regierung das behauptet, das ist und bleibt falsch. Bei Masern gibt es lediglich eine Immunitätsnachweispflicht. Das heißt, wenn ich mir ein Blutbild nehmen lasse, das nachweist, dass ich genesen bin, muss ich mich nicht impfen lassen. Und das Bundesverfassungsgericht geht überhaupt nicht darauf ein, warum das bei Corona jetzt anders sein sollte. Sie machen es einfach nicht. Sie wollen hier die Pharmaindustrie stützen, dass sie ein schlecht wirksames Medikament mit hohen Nebenwirkungen an ihren Mann bringen. Im engeren Sinn sei das Gesetz verhältnismäßig, weil es ja die Wahl gäbe, dass die Mitarbeiter ihre bisherige Tätigkeit aufgeben könnten oder ihre körperliche Integrität beeinträchtigen können und darin einwilligen können. Das ist ungefähr so, als wenn man einen Raubüberfall damit legitimiert, dass der Mann hatte ja das Recht, also er hatte ja die Wahl, er konnte das Geld abgeben, er hatte ja nur eine Pistole auf der Brust. Genauso jemand, der verprügelt wird. Er hätte ja auch einfach nicht an diesem Ort sein müssen. Also das ist so absurd, dass man eine Nötigung rechtfertigt, eine Nötigung, dass man seinen Lebensunterhalt wegbekommt, dass man so genötigt wird und dass das dann gerechtfertigt wird, das Gesetz sei verhältnismäßig, weil man kann sich ja auf eine andere Art und Weise darum kümmern, dass man Miete, Essen bezahlen kann. Das sind Luxusprobleme für Menschen, die noch nie in ihrem Leben arbeiten mussten, die noch nie in ihrem Leben in prekären Situationen waren. Die von einer Rechtsanwaltskanzlei in den Bundestag wechseln und dann schön sich fett und dreist in dieses hohe, ehrenhafte Haus einnisten, um es zugrunde zu richten.